We've been wanting to get you this game to help brighten these tough times, but as it turns out, we're not going to be launching this game in a few months. Because we're launching it in a few weeks. Yo, hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Es ist endlich soweit, der Release-Termin für Valorant wurde soeben veröffentlicht. Es ist der 2. Juni und im gleichen Zuge wurde auch bestätigt, dass es einen neuen Spielmodus, einen neuen Agenten sowie eine neue Map zum Release-Datum geben wird. Das ist ziemlich bald, das ist jetzt schon in knapp anderthalb Wochen. Und was das alles sein könnte, schauen wir uns gleich mal an. Also, los geht's! Also ich muss am Anfang aber aufklären, dass es nicht genau bestätigt wurde, welcher Spielmodus denn kommt. Es wurde auch nicht genau gesagt, welcher Agent kommt. Jedoch gibt es so ein paar Hinweise und ich erzähle euch mal meine Vermutung und es gibt so den einen oder anderen Leak, der uns da auf jeden Fall weiterhelfen wird. Also fangen wir mal mit dem neuen Agenten an, der kommen soll. Valorant hat im gleichen Zug noch ein Bild veröffentlicht mit allen Agenten, die so kommen soll. Wenn man genau hinschaut, sieht man aber rechts im Bild so einen kleinen Fuß noch, der halt irgendwie dummerweise so ein bisschen abgeschnitten ist. Und es gibt zudem auch ein Bild, ein Wallpaper, was es schon länger gibt. Das ist noch ziemlich alt. Da sehen auch manche Charaktere noch anders aus, als sie jetzt letztendlich tun. Aber wenn man da mal rechts hinschaut, sieht man einen Charakter, den man so im Spiel gar nicht kennt. Es gibt verschiedene Charaktere, die über die Zeit jetzt geleakt wurden. Viele, also ein paar wurden dann halt wieder so weggeschmissen, weil es dann irgendwie doch nicht gepasst hat oder werden in Zukunft noch überarbeitet. Wenn man sich aber mal das Bild anschaut, sieht man von diesem Fuß, dass das aussieht wie so ein High-Heel-Fuß, so ein High-Heel-Schuh. Und auch von den Farbkombinationen passt das sehr zu diesem Pink-Lila-Theme und es ist höchstwahrscheinlich, dass das, dass der Charakter so aussehen wird. Es ist leider nicht genau bekannt, was für Fähigkeiten sie haben wird. Jedoch wird der Charakter auf jeden Fall sehr, sehr interessant sein und neue Möglichkeiten bieten und das ganze Spiel nochmal ein bisschen, ja, so wie man es kennt, halt nur auf den Kopf stellen, ein bisschen neue Meta reinbringen. Und ja, das Ganze auf jeden Fall jetzt nochmal beim Release spannender machen. Natürlich wird jetzt am Release-Tag vermutlich jeder den Charakter erstmal spielen wollen. Aber ja, mit früher oder später wird man den dann auch mal ausprobieren können. Und jetzt kommen wir mal zum interessanten Teil, und zwar der neue Modus, der kommen soll. Dazu wurde leider gar nicht viel gesagt. Also offiziell ist bestätigt, dass es halt, dass sie einen Modus machen wollten, der kürzer ist als jetzt Matchmaking, den man für zwischendurch mal machen kann. Es wurde auch gesagt, dass es nicht Team Deathmatch sein wird, was auch schon gesagt wurde, beziehungsweise in den Gamefiles gefunden wurde. Aber das soll eventuell dann noch später kommen. Es wird nicht Team Deathmatch sein auf jeden Fall. Aber es wurde was anderes in den Gamefiles gefunden, und zwar ein Spielmodus namens Orb. Orbs sind ja diese schwarzen Kugeln, die man da auf der Map so einsammeln kann. Und gleichzeitig wurden auch verschiedene Icons noch geleakt. Meine Vermutung ist, dass das einfach ein kurzer Spielmodus sein wird, wo man halt diese Orbs einsammeln kann und dann bekommt man eines von diesen, ja, von diesen Fähigkeiten, die diese Orbs halt, beziehungsweise diese Icons symbolisieren. Da haben wir einmal ein Enemy Reveal. Damit werden vermutlich dann mal kurz alle Gegner auf der Map aufgezeigt, so wie es vermutlich bei Cypher ist. Sieht auch so ähnlich aus wie Cypher mit dem Hut zum Beispiel. Dann haben wir eine Health Regeneration, also ist ja vermutlich klar, was das dann sein wird, damit kann man sich dann selber heilen. Ich schätze mal, mit dem Damage AMP wird halt der Schaden erhöht, den man macht. Da gibt es noch die Fähigkeit hin, kann man eventuell sich selbst verstecken, unsichtbar machen, irgendwie sowas in der Richtung, werden wir sehen. Ein Weapon Upgrade, damit wird vermutlich unsere Waffe irgendwie stärker gemacht oder wir bekommen eine bessere Waffe, irgendwie sowas in der Richtung. Dann gibt es noch Full Ult Point. Das kriegen wir vermutlich unsere Ulti dann bereitgestellt, direkt mit dem einen Orb-Punkt. Und als letztes haben wir noch den Speed-Boost-Schuh, wo wir dann vermutlich irgendwie so einen Speed-Buff bekommen, womit wir einfach schneller über die Map rennen können. Also es wird so ein bisschen Arcade-mäßig sein, gehe ich mal von aus. Einfach so zwischendurch, um ein bisschen reinzudaddeln, sich gar nicht groß nachzudenken und einfach ein bisschen Spaß zu haben. Es ist, wie gesagt, nicht offiziell bestätigt, dass dieser Mode kommen wird, aber ich gehe mal stark davon aus. Credits gehen hier raus an Player IGN, der das alles hier geleakt hat und es in den Gamefiles gefunden hat. Es gibt auch noch die Theorie, dass eventuell ein Gun-Game-Modus kommt stattdessen, wo man halt, ihr kennt das ja von COD zum Beispiel, wo man mit einer Waffe spielt, wenn man einen Kill macht, bekommt man dann die nächste bessere Waffe und muss halt alle Waffen einmal durchspielen. Wäre auch interessant, müsste ich sagen, hätte ich auch Bock drauf. Aber davon gehe ich ehrlich gesagt nicht so stark aus. Und ja, wir werden ja relativ bald sehen, was genau da jetzt ankommen wird. Also
es ist ja jetzt gar nicht mehr lange hin, noch anderthalb Wochen. Es wurde ja auch bestätigt, dass es eine neue Karte geben wird. Also es wird 4 Karten beim Release geben und 11 Charaktere. Zu der neuen Karte habe ich ja schon mal ein Video gemacht, was das sein wird. Es wird Aston sein, also Venice. Und das sieht man auch daran, dass sie in diesem Teaser-Video, was sie noch mit veröffentlicht haben, gibt es so ein kleines Cinematic, wo sie halt da so ein bisschen Action auf der Karte zeigen. Das ist halt, sieht sehr, sehr nach Venice aus und haben auch bestätigt, dass das die Map sein wird, die am Release-Tag kommt. Ich schätze mal, es hat auch irgendwas damit zu tun. Auf der Practice Range gibt es ja mittlerweile so ein schwarzes Loch, worin man auch Venice gespiegelt sieht. Ich schätze mal, irgendwie so wird das dann so Storytelling-mäßig dann erzählt. Mit diesem schwarzen Loch dann halt, dass da irgendwie die Map wieder, ich weiß nicht, wie zurück in der Zeit reißen oder die Map wieder durch das schwarze Loch eingesogen wird und ganz gemacht wird. Irgendwie so in der Richtung, irgendwas wird da passieren mit diesem schwarzen Loch. Irgendwas haben die da auf jeden Fall geplant. Und das wird dann halt irgendwie dementsprechend dann die, so wird dann halt dementsprechend die neue Map erzeugt. Also meine Vermutung ist, dass wir einen neuen Spielmodus namens Orb bekommen werden, einen neuen Agenten namens Necro. Und halt die neue Ascent Map, die ich schon mal erklärt habe, beziehungsweise leicht vorgestellt habe. Die Sachen wird es neu geben. Genauso wurde schon bestätigt, dass es viele neue Skins geben wird am Release-Tag, zusammen mit dem Battle Pass dann. Da gibt es auch schon Backgrounds, die geleakt wurden, die dann halt für den Battle Pass sind. Das heißt, es gibt jede Menge Skins. Sie sind sehr, sehr stolz auf ihre Skins, das haben sie, ja, das merkt man denen an. Sie sagen, dass für jeden was dabei und haben das ganze Game nochmal ein bisschen, ja, gesteigert, was die Skins angeht. Und da bin ich auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt. Man verliert ja alles, was man bereits gekauft hat an Skins und so weiter und so fort. Das wird ja mal alles weggenommen und zurückgesetzt. Man bekommt zwar seine Credits wieder, auch mit 20% ja, extra Credits, die einem geschenkt werden. Aber ansonsten wird halt einem alles weggenommen, alles wird resettet. Elo, Punktzahl, Level, alles mögliche, was man so hat, wird resettet. Und ja, dann darf man am Release-Tag nochmal mit allen anderen von vorne anfangen. Denn Valorant wird kostenlos sein, das heißt, jeder kann es dann endlich spielen, keiner braucht mehr einen Beta-Zugang. Und ja, ich freue mich drauf, ich habe Bock. In anderthalb Wochen, es war jetzt relativ kurzfristig angekündigt. Sie haben auch gesagt, dass das ihr Traumwunschdatum war. Der Grund ist jetzt, warum die das so kurzfristig angekündigt haben. Sie wussten nicht, ob sie das durch Corona und so weiter und so fort jetzt alles noch auf die Schnelle hinbekommen und ja, Release fertig kriegen. Es scheint aber so, dass es jetzt soweit aussieht. Sie haben da auch einen Artikel zu verfasst, ob sie bereit, beziehungsweise ob das Spiel bereit ist, um jetzt veröffentlicht zu werden. Den könnt ihr euch gerne mal durchlesen, ist sehr, sehr interessant. Gehen da immer auf vieles nochmal ein. Und ja, man merkt auf jeden Fall, Valorant kümmert sich um ihre Community. Und ja, von daher, ich freue mich sehr, sehr auf das Spiel. Ich spiele jetzt noch die Beta weiter und ich habe mega Spaß dran. Und dann am Release-Tag wird nochmal das eine oder andere neue dazukommen. Wir haben 11 Agents, wir haben 4 Maps und wir haben dann 2, beziehungsweise wenn man Unranked hinzuzählt, noch 3 Spielmodi. Und in der Zukunft wird es vermutlich auch noch Team Deathmatch kommen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ja, dann, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Valorant-Videos haben wollt, auch beim Release-Tag dann und immer auf dem aktuellen Stand bleiben wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal, wenn ihr Bock habt und über eine positive Bewertung würde ich mich auch freuen. Ansonsten hoffe ich, habt ihr noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin und ciao!